Ah, fast habe ich es geschafft, das erste Mal. Das erste, also beim ersten Mal, beim ersten Versuch für heute, ist was geschafft. Ah, okay. Das ist eine große Party. Wo seid ihr? Bei Agersborg. Okay, gehen wir mal dorthin. Sodele. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen auf dem Weg. Da ist Angel. Wir müssen noch ein bisschen nach links. Was? Boah, Brandgräber. Hey, wieso leckt das jetzt plötzlich so? Na, diese Probleme, Fraps mit Regnum. Ohne Fraps geht alles super flüssig. Habe ich ungefähr 120 FPS. Und mit Fraps habe ich nur 20 FPS. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich hoffe, wir werden nicht irgendwie angegriffen. Ich will nicht angegriffen werden. Ah ja, stimmt, wir haben gar keinen Sound. Ich war vorher AFK, also heute Nachmittag. Und deshalb ist der Sound aus. Aber jetzt kommt der Sound auch wieder. Okay. Wir müssen schauen, ob wir hier irgendwo einen Alser herum. Laufen sehen. Weil wir haben null Chance alleine. Null. Wir haben keinen Angriffszauber. Ach, komm schon. Es ist eine ganz große Mauer dort. Die ist unmöglich zu erklimmen. Unmöglich. Dachte ich schon, das wäre ein blauer Ramis. Kenne ich nicht. Okay, so sind wir wenigstens singen. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Hexenbesen, das ist ein Hexenmeisterin. Oder ist es ein R? Sieht so schlecht, das ist der ein R. Ein dünner R. Sodele. Wir gehen lieber ein bisschen nach rechts da. Weil die also kommen meistens von hier oben. Hier ist ein Igge. Was macht der Igge dort? Boah, ich hasse solche Angeber. Aber wahrscheinlich sind wir auch nicht im Krieg mit den Icken. Es ist meistens so, dass Alcius das die Arschkarte zieht. Das ist mir auch bei Alcius aufgefallen, als ich noch bei Alcius war. Bitte nicht lecken. Ja toll. Wir haben natürlich null Chance. Ah ja, haben wir ab. Wieso sieht man die Namen so schlecht? Ja toll, jetzt sind alle abgehauen. Sie sind einfach abgehauen. Oh mein Gott. Hallo? Geht's noch? Wieso haut ihr alle ab? Dankeschön. Ihr habt meine Aufnahme vermiest. Ach, ihr seid doch alle Feiglinge. Absolute Feiglinge. Sie haben sicher Drachen. Wieso nehmt ihr einen Drachen an, wenn ihr irgendwelche PvP macht? Oh mein Gott. Okay, wir gehen rüber. Ich habe keinen Bock. Fertig. Ich habe keinen Bock. Jetzt ging es doch so gut am Nachmittag. Aber am Nachmittag war fast niemand online. Nur am Abend sind ein paar online. Mega frech. Ah ja. Kann man nichts machen. Wir müssen halt noch ein bisschen leveln, warten und so. Mit dem Barbaren eher dann die Fortschlachten machen.
So, der. Ja, wir sind Level 9, also ich habe auf Level 9 gelevelt und jetzt können wir noch ein Level machen und dann haben wir den Barbaren. Den Barbaren. Der Barren. Der Barbaren. So, hier geht's schneller, wenigstens. Aber es leckt auch ein bisschen. Oh nein. Okay. Hier haben wir ein paar Quests zu machen. Dann nehmen wir mal diese Quests an, um dann schön schnell auf Level 10 zu kommen. Thanks. Ah. Xeri hatte keine Chance gegen 20 Eisen. So. Die haben mich aber in Ruhe gelassen. So. Wir gehen am besten hier am Strand entlang. Noch kurz sagen, bin am Aufnehmen, darum aufnehmen, damit nicht gerade nur hingehen sein. So. So, Dele. Hier geht's hoch, auch wenn es nicht so aussieht. Aber bei Regnum ist alles möglich, da gibt es die beste Physik. Einfach mal schräg den Berg hoch. Manchmal fliegt man sogar, also schwebt man leicht. Und es gibt so bestimmte Steine, da kann man da reingehen. Ist zwar nichts drin, nur Luft. Hohle Steinchen. Hohle Felsen. Ja. Sprecht mit Maitier, besorgt 5 Fellflicken vom Bär, geht in Richtung Schamanenlager, geht in Richtung Draneberg. Also machen wir mal die Bärchen. Die Teddybärchen. So, jetzt haben wir einen Buff, der den Schwertschaden, Aufschlitzschaden erhöht. Mit dem kann man besser Bären jagen. Oh, der arme Bär. Da hat sowas von keine Chance. Können wir hier noch ein bisschen treten, den Bären, und buffen. So. 100 Schaden. Da haben wir noch ein paar. Ich weiß nicht, wo Maya Tier ist, aber die müsste irgendwo... Weiß doch nicht sein. Ja, man könnte noch ein bisschen lauter machen. Weil in der Aufnahme ist der Sound einfach immer ein bisschen leiser, als ich es höre. Da muss ich halt ein bisschen lauter machen bei mir, damit ihr es hört. So, jetzt müssen wir noch ins Goblin-Lager. Nichts Gescheites gefunden. Hm, Mist. Ja, die Bären droppen irgendwie nie viel. Die meisten droppen eigentlich die Orks. Und
die Stein, also die Golems. Schaut euch das, der Ritter nicht so Ding. Er sieht richtig geil aus, vor allem als Gildenanführer sieht er richtig geil aus. Aber für mich ist er einfach zu schwach. Ich nehme den Barbaren. Bin dann zwar ein bisschen anfälliger gegen Schaden. Dafür habe ich dann zwei große Schwerter, die richtig furchteinflößend sind. Wow. So, Schamanenzauberer. Wo sind denn die Schamanenzauberer? Dort. Ja, toll. An den kommen wir nicht so leicht ran. Und den neuen Schaden. Ist komisch, dass der rot ist. Ah, nicht hinsetzen. Oh mein Gott. Das ist noch praktisch, das Niederstoßen. Wenn man das hochlevelt, ist das sicher relativ also lang, das dann. Okay. Müssen wir noch hier was machen? Nein, wir müssen alles zurückgehen. Jetzt wird's interessant in Alga. Oh. Heute nie geschlafen. Ich so, oh, jetzt bin ich sehr müde. Ich kann fast nicht mehr laufen, nicht mehr sitzen und ja, geschweige denn aufnehmen und so. Dann gehe ich raus, mach Fußball, alles Mögliche. Also so richtig anstrengend. So Futsal spielen wir momentan, also mit Jonglieren und trickreich Tore schießen. Und dann plötzlich bin ich topfit. Ich bin plötzlich topfit. Keine Müdigkeit mehr, nix. Komm rein, ess was und jetzt bin ich schon wieder müde. Pff. Kacke irgendwie. Bye bye, gute Nacht. Bevor das Ding vergesse, ihr zu sagen. Sie ist so nett. Also wirklich eine der nettesten Gildenanführerinnen, die ich je gesehen habe. Zwar habe ich noch nicht so viele Gildenanführerinnen gesehen, aber von allen auch, von Gildenanführern, ist das die beste. Ja. Jo, eben ich muss jetzt mit dem Charakter endlich mal auf Level 60 machen, richtig. Ich mache diesen Barbaren wahrscheinlich jetzt schneller als, als die Beschwörerin, weil ich natürlich einfach ein bisschen Akzente setzen will im Krieg. Und nicht einfach nur hinten dran stehen und heilen. Ich dachte anfangs Let's Play, also dritte Staffel, ich könnte easy so einen Beschwörer und dann könnte ich die anderen super unterstützen und ich hätte alles gegessen. Aber nein, so ist es eben nicht. Also in Regnum. Ja, das Heilen ist eigentlich nur nervig für den Gegner. So richtig nützt es dem Team auch nicht. Und deshalb möchte ich jetzt doch wieder einen Barbaren nehmen, auch wenn er sehr langweilig ist und so. Aber da kann man immerhin im PvP etwas reißen. Autsch. Jetzt geht es bald Kopfmus, wenn ich so lange weiter so das Headset. Ja, weil es so extrem klein ist und fast meinen Kopf zerquetscht. Ah, oh, ich mag das nicht. Irgendwie kann es sein, dass die Amerikaner so kleine Köpfe haben. Mir fällt das nicht so auf. Aber wieso machen denn die amerikanischen Headset-Hersteller so kleine Headsets? Also das verstehe ich wirklich hinten und vorne nicht. Tja,
Ich hätte es lieber mal ausprobieren sollen, nicht wieder mehr als online bestellen. Also wenn ihr wirklich vorsichtig sein wollt, dann bestellt es am besten nicht online oder nur per Zurückgaberecht oder sonst irgendwas. Weil sonst habt ihr dann auch so einen Matschkopf wie ich. So richtig. Tönt scheiße, ist scheiße. Mal schauen. Wir müssen zweimal unten an den Strand. Ja. Da gehen wir mal dort unten an den Strand. So, und jetzt glaube ich links, dort oben ist nichts mehr. Ja, hier geht's runter. Oh, da war ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Da gab es früher immer so viele Magneten. Heutzutage geht jeder hier hin. Irgendwie. Es sind gar keine Magneten mehr hier. Echsen Eier und junger Aquantis töten. Oh nein, bitte nicht. Oh, da kann ich doch zu dem. Ja, jetzt muss ich schauen, wie viel Lust ich überhaupt noch für Regnum habe. Also, zwar habe ich schon Motivation natürlich zu leveln oder so, aber es wird einfach langsam monoton. Es ist immer das Gleiche und so. Ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, wie lange ich es euch zeigen soll oder so. Und ob ich es so einfach mal alleine machen soll oder per Livestream, wenn ich kann. Es kommt darauf an. Also ich hätte gerne von euch einfach manchmal eine Bewertung. Ihr dürft auch negativ abstimmen, wenn es euch zu langweilig wird oder so. Oder einfach dann zumindest etwas in die Kommentare schreiben, wieso oder so. Und dann ist eigentlich alles gut. Also, ich mache natürlich so weit. Aber irgendwann wird wahrscheinlich auch Schluss sein. Außer, es geht wirklich dann auch schnell. Und sonst irgendwie kommen viele Leute, die mitmachen wollen. Es sind wirklich jetzt ein paar gekommen, aber die haben leider nicht viel Zeit. Also wenn jemand richtig viel Zeit hat am Abend und mit mir gerne aufnehmen will, nur zu. Gerne, dankeschön. Und ja, wir müssen immer noch Aquantis töten, das ist blöd. Ah, ich hab's doch ausgewählt, das Ziel. Ja, für mich ist Regnum einfach noch nicht ausgereift genug. Dann braucht es unbedingt einen Entwicklerwechsel. Also einen Entwickler, der noch Potenzial sieht beim bei Regnum. Die Entwickler machen es nicht mehr, scheinbar. Also das wäre richtig cool. Also wenn ich das Geld habe, dann würde ich sofort Regnum kaufen und extrem gut weiterentwickeln von einem deutschen Entwicklerstudio. Also vielleicht sogar ein Schweizer, aber ich kenne keins. Vielleicht kann ich auch eins gründen, aber das kostet wieder viel mehr. Ja. Okay, Stein der Schatten, Stab der Schatten. Ist nichts Gescheites. Das tönt so komisch. Ich rips ja nicht die Eier irgendwo an einem Stein oder so. Also wieso soll es so komische Ding? Und wieso kann ich längere Zeit nicht durchgehen, wenn die Eier schon weg sind? Das sind alles so kleine, minimale Fehler.